Herzlich willkommen zu dem ersten YouTube-Video auf diesem Kanal. Und wir schauen uns heute ein Übersichtsheft vom Phantasialand von 1999 an. Und ja, auf der ersten Seite sieht man schon mal Mystery Castle, 1998 gebaut, große Neuerung, wird angeteased, also nicht angeteased, aber beworben. Dann wird man hier begrüßt von einem Herzlich Willkommen und einem Inhaltsverzeichnis. Ja, mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen. Hier einige Fotos. So. Und hier die große Neuerung: Mystery Castle. Damals noch, die gibt es jetzt nicht mehr. Mit diesen Figuren hier. Ja, auf jeden Fall. Viel hat sich nicht geändert. Hier noch eine kleine Story. Der Mutter bestraft das Böse der Familie Windhofen mit Unsichtbarkeit. Doch vor kurzem gelang es, den jüngsten Nachfahren das Böse mit Siegen. Ihr kennt alle die Geschichte. So, nächste Seite. Colorado Adventure, richtig schön hier damals noch, mit so einem kleinen See, ohne Tikal. Ich weiß nicht, gibt es diesen Felsen noch? Ich glaube aber nicht mehr. Hier auch damals noch ein richtig schöner Shop. Und der Text sagt halt einfach nur, dass Michael Jackson die Partnerschaft unternommen hat. Gemacht hat, ja, das weiß man. So, ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob der Speicher jetzt komplett gut ist, aber falls in dem Video unterbrecht, das liegt an meinem Speicher. Und ja, eine Attraktion, Galaxy, später genannt Race for Atlantis, falls euch das auch nicht bekannt vorkommt, wurde 2016 abgerissen für die Neuheit Ruckburg. Also, ihr wisst, Ruckburg ist daran schuld. Nee, viele finden Ruckburg ja toll, warten gespannt drauf. Und damals noch Weltraum, später dann, wie gesagt, über Atlantis, dass das halt ein bisschen mehr an Fantasy passt. Damals ganz neu, Simulator. Und ja, wäre ich gerne gefahren, bin ich nicht. So, Hollywood Tour kennt man, brauche ich nichts drüber sagen. Ich glaube, man kann das ja hier auch alles lesen. Schöne Bilder. Das ist eine sehr spannende Seite. Und zwar sind hier gleich drei Attraktionen. Einmal oben die Bobbahn 1 und die Bobbahn 2. Später genannt die Gebirgsbahn und die Grand Canyon Bahn. Und hier unten die Wildwasserbahn, später aufgeteilt in Wildwasserbahn 1 und 2. Damals glaube ich sogar noch nicht. Und dann später umbenannt in Wildwash Creek und Stonewash Creek. So. Und 2012 glaube ich oder 11 abgerissen für Chiapas. Und die sind halt einfach abgebrannt bei dem 2001, wäre ich auch gerne gefahren, aber ist halt nicht möglich. Das, weil die in der Höhe gefahren ist, vermutlich auch nicht so schnell, da waren halt die ersten Achterbahnen und die ist in der Tiefe gefahren, mehrere Runden, ich glaube 3 Stück, was die Grand Canyon Bahn, Gebirgsbahn betrifft. Silbermine, Viva Mexico, 2014 abgerissen, um Platz zu schaffen für Klugheim. Ja, war eine Themenfahrt. Die Waggons waren so aufgebaut wie bei Colorado. So sahen die halt aus. War so ein Minenzug, der ist dann, wie gesagt, durch eine Silbermine gefahren. Und ja, ich glaube, die Bilder sind selbst erklärt. Oho! Der liebe Space Center, aka Temple of the Nighthawk, aka Crazy Bats,
Ihr kennt wahrscheinlich alle Space Center. Damals noch eine wirklich schöne Attraktion. Wirklich. Schaut euch das mal an. Im Vergleich zu dem, was der Tempel heute ist, beziehungsweise Crazy Bats. Zum Glück wird in der Corona-Zeit die alte Musik noch gespielt. Ansonsten schon wieder ein Abbruch. Sonst hat die Corona-Zeit nichts Positives, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, habe ich euch schon die Bilder gezeigt? Ich glaube schon. Größte Inder-Achterbahn Europas, wurde damals noch gesagt. Jetzt ist es auf einmal die größte Inder-Achterbahn Deutschlands. Da weiß man auch nicht mehr, was Phantasialand, obwohl. Vielleicht gibt's. Ja, stimmt, jetzt gibt's größere in Europa. Das macht Sinn. Deutschland ist ja nicht besser als. Oder sagen sie jetzt der Welt? Keine Ahnung, womit sie werben. Immer wieder. Hier auf der einen Seite Geister-Rikscha. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das Boot haben sie gedreht. Und auf der anderen Seite der Phantasialand-Jet, der bis 2006 durch den Park gefahren ist. Und da konntest du dich mit fortbewegen, beziehungsweise eigentlich war es nur eine Rundfahrt durch den Park. Und hier sind Bilder vom Zeittunnel, wo dieser Phantasialand-Jet durchgefahren ist. So. Familienfahrten. Ja, da gibt es einmal das hier. Ist Condor. Spin dreht sich halt so hoch und da kannst du halt alles sehen. Das hier, die Boote sehen aus wie bei River Quest. Oh nein, das war eine entspannte Fahrt durch die Blüten. Ich kann mir vorstellen, besonders in der Nacht oder am späten Abend ist das super chillig. Und hier die Gondelbahn 1001 Nacht, da habe ich ja schon mal ein Review auf meinem alten Kanal zu gemacht. Ja. Ja. Und dann, nächste Seite. Kinderparadies. Auch selbsterklärend. Wer kennt das noch? Wer kennt das noch von damals? Wer kennt das noch? Ja, richtig, das gibt's immer noch. Das gibt es einfach immer noch. So. Weiter. Wintergarten. Kennt man auch immer noch. Irgendeine neue Show, die es 1999 mal gab. Kann ich nichts zu sagen. Stimmt, jetzt kommen wir nämlich zu dem Show-Teil des Heftes. Arena de Fiesta gibt es auch immer noch. Auch irgendeine Show, die ich nicht kenne. Kann ich auch nichts zu sagen. 1000 Zuschauer finden bequem Platz. Weiß nicht, wie viele Zuschauer es jetzt sind. Auf jeden Fall damals auf jeden Fall 1000. Silverado Theater. So ist richtig. Ja. Kann hier schon sehen. Ja. Ne? Ich glaube, das war sogar ich. Aber Silverado Theater sieht aus einfach wie früher. Wie früher. Ja, jetzt sieht es aus wie früher. Hier. Jo. So viel zum Thema Silverado Theater. Western Saloon. Da sind so Doubles halt aufgetreten von Stars, like, wie es da steht, Michael Jackson. Oder so. Und sieht vom Design auf jeden Fall nicht aus wie ein Saloon, glaube ich. Ah, super. Kaputt gemacht. Aber ich war auch noch nie in einem Saloon, deswegen kann man das mir, glaube ich, auch nicht übel nehmen. Sehen wir hier. Was ist das denn? Pirates in 4D. Damals hieß das noch nicht 4D, aber trotzdem. Was ist das denn? Ja, das gibt es einfach seit 21 Jahren schon. Damals noch im Scala. Ich weiß nicht. Ja, das Scala war, glaube ich, ungefähr. Ja, es war ja halt auf jeden Fall in Berlin, aber wo, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Tanagra Theater, auch sehr interessant. Ja. Man sieht auch, wie eng ist das da bitte? Ich glaube, das war in irgendeinem Keller oder so. Da steht ja jetzt Fengyu Palace. Ich hätte da richtig, ne?
Ist ja richtig eng. Da hätte ich auf jeden Fall mir keine Show angeguckt. Ja. Alt-Berlin. Und jetzt nicht, dass ihr denkt, da wird die Themenwelt vorgestellt. Nein, Alt-Berlin hieß ein Restaurant, genauso wie Chinatown hieß auch ein Restaurant. Ja, das sieht man hier. Hier steht im Restaurant Chinatown. Und ja, das ist einfach, das in Berlin gibt es glaube ich nicht mehr, aber das in China ist einfach das, was es jetzt immer noch gibt, glaube ich. Und da brauche ich auch einfach nichts zu sagen. Ne? Man kennt es immer noch, unter welchem Namen? Weiß ich jetzt nicht, ich glaube Bantu, nee, das war das Hotelrestaurant von Afrika, glaube ich. Komplett lost. Auf jeden Fall, so viel zu dem. Hacienda de Mexico gibt es nicht mehr, sah auf jeden Fall ganz cool aus. Damals war Mexiko ja eigentlich nur eine reine Essensthemenwelt, es gab ja keine richtigen thematischen... Damals gab es auch eigentlich keine richtigen Themenwelten. Damals hat man einfach nur gesagt, hier ist es ein mexikanisches Restaurant und da ist, steht Condor. Da steht jetzt Talokan, ne? Und Condor war ja nicht irgendwie thematisiert. Damals war gar keine Attraktion so richtig thematisiert. Und ihr werdet das auch gleich sehen, hinten ist noch ein Parkplan. Es gab keine Themenwelten, sagen wir es mal so. Vernünftige. Petit Paris gibt es immer noch. Und zwar ist das jetzt Fantissima. Da haben sie relativ viel, glaube ich, sogar kopiert. Da war halt das Problem, die haben nicht genug Geld verdient mit dem Restaurant. Da hatten sie echt Geldprobleme, was das anging. Rest in Peace auf jeden Fall. Silver City, das ist... Jetzt kommen wir tatsächlich zum Themenweltteil. Silver City 2014 abgebaut. Klugheim. Finde ich sehr schade, weil Colorado passt null. Null zu Mexiko, sondern eher in eine Westernstadt. Und ich finde auch dieses Theming von einer Westernstadt sehr interessant. Auf jeden Fall konntest du damals ein Foto schießen. Ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich so eine Kostümcover gab. Auf jeden Fall war das eine Möglichkeit hier. Noch einige Bilder von Silver City. Ja, Chinatown war damals ein richtig teures Bauprojekt, das teuerste damals im Phantasialand. Haben sie in 18 Monaten nur gemacht. Und ich glaube, ihr kennt Chinatown. Wie es früher aussah, sehen wir gleich nochmal im Parkplan. Auf jeden Fall Alt-Berlin. Kennt ihr auch? Die Hälfte der Themenwelt hat sich verändert, sagen wir es mal so, ich glaube 50%, weil das kennt man nicht. Das ist noch der alte Neptunbrunnen. Aber besonders das Café hier müsste man kennen. Übrigens habe ich auch jetzt herausgefunden, warum das Café Heinos Kaffeehaus heißt. Und zwar dieser Typ heißt Heino. Und ich glaube, das wusste ich sogar, bevor ich überhaupt mir dieses Heft durchgelesen habe. Woher man den kennt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man den, glaube ich, kennen. Ja. Mexiko. Mexiko, 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 Mexiko. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, wie schön früher Mexiko war. Ist es jetzt immer noch? Ich glaube, das hier, Arena de Fiesta, war neu 1999. Auf jeden Fall habe ich nicht diesen Gang, habe ich nicht mal in meinem Platzverschwendungsvideo gesagt, dass man da durchgehen soll. Entweder vertue ich mich oder es ist genau dieser Gang, wo ich wollte, dass man da durchgeht. Früher ging das einfach, früher gab es keine Platzverschwendung im Phantasialand. Früher war es einfach nur... Ich reg mich wieder zu viel auf. Das ist glaube ich nicht derselbe Turm, den es heute noch gibt. Bin mir nicht sicher, aber vielleicht haben sie den auch einfach nur aufmodernisiert. Auf jeden Fall, wo das sein soll, im heutigen Phantasialand finde ich das nicht wieder. Diese drei Bilder schon. Zählt zum modernen Phantasialand sozusagen. Da hat man schon 1999 angefangen.
Und falls ihr Albträume haben wollt, schaut euch einfach diese Maus an. Genau. Diese Maus verursacht Albträume. Nun könnt ihr nie wieder schlafen. Und das im Kinderland. Ja. Da waren einfach... Ob das eine Themenwelt jetzt ist? Ich glaube schon. Das haben sie als Themenwelt gesagt. Wie gesagt, es gab keine Themenwelt. Märchen ist, glaube ich, auch eine Themenwelt. Einfach, wie man es kennt, auf Weihnachtsmärkten oder so. Extra für euch mache ich nochmal hier. Weil es gibt kein Video auf YouTube hierzu. Das werde ich, by the way, auch öfter machen. Also abonniert den Kanal Coaster Hero. Coaster Hero, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es um Phantasialand und Freizeitparks geht. Ja. Dann danke ich fürs Zusehen dieses Videos. Abonniert gerne diesen Kanal, um nichts mehr über Freizeitparks zu verpassen. Bald gibt es auch einen Upload-Plan, Info. Was ich denn so alles hochlade, Kanal-Trailer, folgt alles. Das war erstmal mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann, ja. Ich brauche noch eine Abmoderation, weil ich habe noch keine. Aber ist doch einfach... Opa sagt Tschüss.